Hellas und willkommen zurück im PBM 172. Ich bin der griechische Captain in Runde 62. Und die Ereignisleiste ist wieder groß gefüllt. Nämlich zum Beispiel Storm, der Engländer, hat Frieden mit Wellington geschlossen. Wo liegt denn Wellington nochmal? Ich glaube, wo liegt Wellington? 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 Hier ganz oben. Ah ja, okay, Wellington, ja. Weil der ja auch verbündet ist mit dem Polen. Und was haben wir sonst noch hier? In unserem Gebiet sind Barbaren tätig. Aha, ein Barbarenlager hier ganz oben. Im Nordwesten ist ein Barbarenlager. Okay, das wird vielleicht eher zu ihm gehen oder zu dem Stadtstaat. Hier ist ja der Sumpf. Hier ist der Wald. Da sieht er nichts. Da ist Wald. Ja, könnt ihr vielleicht darüber. Vielleicht aber auch zu dem. Okay, werden wir dann sehen. Lassen wir die erstmal sich ein bisschen entwickeln. Haben wir eh keine Einheiten für. Aber wir haben Barbaren hier in unserem eigenen Land und die wollen wir doch auch gleich mal vernichten hier. Einmal zack, Schaden. Ja, da nicht immer wegspringen. Und das gibt uns wieder 7 Kultur. Wunderbar. Damit haben wir nur noch 4 Runden, bis wir die nächste Sozialpolitik kriegen. Die ja dann auch heißt, Militärtradition. Damit wir endlich den Ehrezweig voll haben und auch endlich Gold für das Töten von Einheiten kriegen. Das ist nämlich auch eine gute Goldquelle. Wie ja auch hier The Q mit Polen schon ganz gut gezeigt hat. Er hat nämlich immer wieder Geld, obwohl er nichts macht, außer Einheiten zu töten. Gut, Bautrupp darf man hier auch nochmal machen. Und wir haben hier natürlich noch einen Barbaren, den werden wir natürlich auch beschießen. Zack, ja, nicht immer wegspringen hier. So, einmal angeschossen, wunderbar. Wie geht's denn sonst jetzt weiter hier? Beim Krieg machen wir gleich weiter. Wir gucken erstmal auf unseren Bevölkerungszuwachs, den wir in Sparta gekriegt haben. Ja, Sparta bekommt Bevölkerungszuwachs und den geben wir hier auf den Hügel. Ich will nicht weiter ausbreiten. Sparta soll nämlich schließlich die Religion auch mal schnell genug annehmen. Mit jedem weiteren Bürger mehr dauert es länger, bis die Stadt die Religion hat. Deswegen, er hat momentan 3 Anhänger, der hat 5. 3 von denen, also soll die so annehmen. Und Korinth am besten auch, aber Korinth muss ein bisschen wachsen, weil Korinth soll ja das Mausoleum bauen. Ja, diesen Stein noch machen und dann höchstwahrscheinlich hier mal das Eisen und den Wald wegholzen. Vielleicht noch einen zweiten Wald wegholzen, mal schauen, ob das schnell genug geht, damit wir ganz schnell auch hier das Mausoleum hinbekommen. Ja, gucken wir dann doch jetzt mal auf den Krieg. Und wir sehen ja hier ganz fleißig, Canterbury wird runtergebrannt. Und ja, dementsprechend fangen wir mal an, ordentlich zu schießen jetzt. In guter Schützenmanier werden wir beginnen mit einmal mit dem, den können wir dorthin bringen. Jo, dorthin. Und Feuer frei. Und den können wir dorthin stellen und Feuer frei. Und den können wir dorthin stellen und Feuer frei. Ui, das könnte sogar klappen. Und jetzt nochmal Angriff mit dem Hopliden. Die Stadt kann sich ja nicht wehren, das ist gut. Oh, und die Stadt ist fast eingenommen. Kriegen wir es hin? Nein, kriegen wir nicht hin. Wald und Sumpf. Schade. Schade, schade. Ein Sumpf fällt zu viel. Wenn das ein normales Feld gewesen wäre, dann wäre die Stadt jetzt schon in dieser Runde mein gewesen. Wir ziehen aber trotzdem auf dieses Feld vor, damit wir dann nächste Runde, wenn wir die Stadt einnehmen, die Begleitkavallerie hier ein bisschen direkt ausruhen lassen können, damit sie auf 96 wieder hochsteigt. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Was machen wir denn dann jetzt hier bei der Hauptstadt von Polen? Ja, wir schauen erstmal ein bisschen in die unterschiedlichen Richtungen, um zu gucken, wo denn der Siedler ist. Da ist er nicht. Da war er im Wasser. Er könnte da sein, aber da kann er ja keine Städte gründen, weil hier ist es ja viel zu dicht. Er ist hier im Wasser ja gewesen. Ja. 1, 2, 3. Das heißt wohl, er geht mit dem weiter aufs Wasser und England hat ihn vor mir getroffen. Das heißt, ich würde mal sagen, England muss von hier irgendwo gekommen sein. Also England hier, da gibt es wohl eine Flachwasserpassage zwischen den Kontinenten. Denn England, der Storm, hat ja von seinem eigenen Kontinent gesprochen.
hat er schon wieder gute Informationen verraten und es sieht wohl so aus, als ob wir hier einen Kontinent haben mit 4 Parteien und auf der anderen Seite auch nochmal einen mit 4 Parteien. Bin mal gespannt, wann es auf der anderen Seite kracht. Wir ziehen deswegen aber trotzdem jetzt die Einheit hier mal ein bisschen wieder zurück in Richtung Hauptstadt vom Polen, um zu gucken, was da ist. Da ist nix. Den ziehen wir da rüber, damit wir das dauerhaft überwachen können. Und 1, 2, 3, 4, 5. Die Einheit können wir hier stehen lassen. Das ist gut. Denn dann kann sie nächste Runde sich voll plündern, indem sie 1, 2, 3, also ein Feld bewegen, ein Feld bewegen, ein Feld plündern, zack, zack und wieder rausgehen kann. Und so kann sie quasi das jedes Mal machen. Plündern, plündern, plündern. Ja, wunderbar. Was machen wir mit dem Hoplin hier? Der kann mal eben hier auf diesen Hügel steigen und sieht dort auch noch mehr. Also hier ist auch nichts mehr an Einheiten. Hat offensichtlich gar keine Einheiten mehr. Interessant. Was machen wir mit den anderen Einheiten hier? Den ziehen wir nach hier oben. So, denn ich will nicht, dass er den schon erkennt. Er weiß, dass ich den da habe. Er weiß, dass der da ist. Aber er soll nicht so viel über die anderen Einheiten wissen. Ziehen wir mal den dahin. Oh, da ist ja noch Orangen, sind da ja auch noch. Ne, Zitronen. Kriege ich Zitronen sonst irgendwo her vielleicht? Zitronen, Zitronen. Ne, gleich mal merken, da könnten wir auch noch eine Stadt hinbauen. Irgendwie so hier als Weizen. Da sind Pferde, da sind Steine. 1, 2, 3. Zitronen. Hügel, Hügel. Da ist das. 1, 2, 3. Da, hier auf diesem Hügel wäre sicherlich gut, um eine Stadt zu bauen. Jo, vielleicht auch, weil dann gibt es ja auch noch einen Dschungelteil, den man für Unis vielleicht mal brauchen kann. Jo, ich denke, ich müsste mir mal langsam mal einen Screenshot dann machen von dem Gelände, wie denn die finale Stadtplanung aussieht, sobald ich hier das alles mal habe. Jo, oder wir schauen einfach mal gerade jetzt selbst. Also, Moment, erst nochmal die Einheiten ziehen. So. Den dahin, damit die dann zack, zack gehen können demnächst. Und der geht dorthin. Die Stadt kann ja nicht schießen. Und so ist das Feld vielleicht auch noch blockiert. Also, die Stadt kann ich nicht abreißen. Okay, macht nichts. Wir haben dort Elfenbein, wir haben hier Gold. Das müssten wir nur mal anschließen. Die Stadt wird abgefackelt. Wird dann auf dem Marmor neu errichtet, damit ich das Marmor nicht extra machen muss, anschließen muss. Dann wird hier dieser Berg Sinai gekauft. Gut. Dann die Schweine werden über den General hier hinzugefügt. Den können wir, weil die Einheiten hier weg sind, aufgelöst, weggezogen, keine Ahnung, können wir mal in diese Richtung ziehen. Da müssen wir halt ein bisschen vorsichtig sein. So, Quebec ist die Grenze. So, Quebec ist die Grenze. Und, ja, hier oben gibt es Baumwolle noch. Kupfer habe ich selber. Baumwolle und Kupfer habe ich selber. Wenn ich jetzt die Stadt dorthin packe, würde ich die da reinnehmen. Aber wenn ich dort eine hinpacke, 1, 2, 3, kann ich dort keine mehr hinstellen. An den Fluss. Vielleicht muss ich auch ein Feld hier nach Süden gehen hier. Hier ein Feld hin, damit's, oder auf das Feld sogar. Dann hätte ich nämlich 1, 2, 3 die Kühe mit drin. 1, 2, 3 könnte hier ein paar Büsche Dschungel mit reinnehmen. Okay. Hätte trotzdem noch hier 1, 2, 3 das Weizenfeld mit drin. Ja, im Dreierfeld. Ja. Und ich könnte hier eine Stadt hinsetzen, die hier am Wasser ist. Damit hier dann vielleicht mal ein Wasserkraftwerk irgendwann mal rein kann. Oder ein Fluss. 1, 2, 3 mit dem verbinden und diese Baumwolle da oben reinkriegen könnte. So, 1, 2, 3. Also 1, 2 Felder kaufen, dann wäre Baumwolle drin. Da habe ich Baumwolle. Ich habe doch Baumwolle, ne? Ja, natürlich habe ich Baumwolle. Ich brauche die Baumwolle nicht. Ich habe Baumwolle in Sparta. Wäre nur zum Tauschen, wäre die gut. Okay.
Und dann wäre aber das Kupfer auch zum Tauschen gut. Dann müsst ihr mal überlegen. Vielleicht dann eher hier an dem Berg. Dann kann ich nämlich den Berg nutzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und er hat 1, 2, 3. Ja, das passt. Dann kann er sich nämlich hier oben hinsetzen und kriegt die Edelsteine und die Kühen und die Trüffel. Ich denke, damit kriegen wir was ordentlich Sinn. Ja, so sieht's aus hier im Staate Griechenland. Wir brauchen auch nur noch 4 Runden, bis die Philosophie fertig ist. Das ist sehr gut. Allerdings ist in meinen Städten die... in meinen Städten herrscht natürlich hier Problem. Problem, weil die Wissenschaft halt noch nicht da ist. Die Bibliothek muss dort gebaut werden. Die Bibliothek muss auch hier gebaut werden. Ja, wenn wir sie mal einstellen. Bibliothek. Zack, braucht die hier auch 8 Runden. 14, na gut, das, gut. Also ich denke mal, ich muss noch gut 20 Runden warten. Die große Bibliothek ist sicherlich gut. Die staatliche Hochschule wird nicht so schnell angefangen werden. Aber egal, müssen wir sehen, dass wir möglichst schnell machen. Was wir dazwischen einschieben, werden wir dann nochmal erörtern demnächst, wenn ich weiß, was da kommt. Ob wir ein Orakel einschieben zum Beispiel, wäre ja ganz sinnvoll. Orakel mit großem Wissenschaftspunkt. Ja. Oder ob wir vielleicht sogar... wir gehen auf den Forschungspunkt. Oder vielleicht sogar das Pantheon... das Parthenon. Parthenon. Damit wir einmal 6 Kultur dazu kriegen. Hier gibt es 3 Kultur und eine Freisozialwissenschaft. Sozialpolitik. Hier gibt es 6 Kultur. Ja. Orakel 167, 167, beide 167, na gut. Tja, keine Ahnung, müssen wir dann sehen. So sieht's aus, Quebec nochmal Tribut fordern, nein, geht nicht. Und wir schauen nochmal auf die Demografie und sehen, wir sind mit 31 Produktionen sind wir Erster. Allerdings sind wir bei Nahrung erst Dritter, weil wahrscheinlich der Engländer jetzt mit der geschenkten Stadt noch dazwischen gekommen ist. Geldmäßig sind wir auch nicht vorne, Engländer ist vorne mit seiner Forschung. Ja, werden wir gleich demnächst alles ändern und dann geht's ab. Das wär's dann auch schon und wir sehen uns in Runde 63. Hellas!